Nautilus, flasht hier auf die Zaya drauf. Das Turret hält dann in dem Fall die Q ab von Nautilus und der stirbt dann jetzt sogar, na, da vielleicht mal noch hinterher, aber der Tower Shot reicht dann auch. Jetzt geht's hier auf diese Lissandra drauf. Allerdings ultet die sofort den Wukong, der kommt gerade noch so raus. Die Ahri trifft noch einen weiteren Charme und dann schafft man es hier gerade noch so draußen. Aber die Botlane von PEL ist jetzt auch hinrotiert und Zaya kriegt hier nicht den Kill. Der Heimerdinger-Turret kriegt den hier noch. Und jetzt chaset man hier sogar weiter, aber mit der Kralle kommt man hier dann raus. Und jetzt will man wohl hier diesen Nah-Diven. Jetzt geht's hier rund, Zaya auch noch nicht mit der Ult da, falls sie Aggro kriegt. Aber es reicht trotzdem, Heimerdinger aber wieder mit dem Kill. Auf der Top-Lane geht's jetzt auf diesen Nautilus drauf, der auch sofort tot. Viego muss hier mit einem Heartbreaker auch raus. Schafft er es noch zur Pflanze? Ja, überlebt damit ohne Probleme. Hier baitet man das 3 gegen 3. Jetzt geht's auf diese Zaya drauf, die noch keine Ulti abflasht noch davon. Aber Viego flasht auch hinterher mit einem Heartbreaker auch und kriegt damit diesen Kill. Und jetzt geht's auf diesen Heimerdinger auch noch drauf, der direkt tot. Und die Silver geht hier sogar noch weiter, aber Baumi kommt hier dann doch noch raus. Nächster Fight. Die TPs fallen, die TPs kommen. Lissandra ist jetzt in der Backline drin, flasht auch drauf, ultet sich selbst. Der Nautilus wird ganz knapp nicht getroffen. Währenddessen ist jetzt nah an der Backline. Der trifft 4 Leute oder 3 Leute. Zaya konnte es noch ulten. Währenddessen ist Baumi in der Backline, aber der stirbt. Hat aber Zeit rausgebracht für sein Team. Es geht mit Drake weiter. Das Ganze kann Viego stealen. Jetzt geht Taser über die Flanke wieder rein, trifft den Charme nicht. Wird von Hook getroffen, wird auch von CC getroffen und der ist jetzt sofort tot. Das hat nicht funktioniert. Lissandra wieder da. Schönes CC-Kombo. Und jetzt geht hier Viego mit einem Reset nach dem anderen einfach durch. Schnute hat noch die Silver bekommen. Der wird jetzt aber auch fallen. Und das ist ein erfolgreicher Fight für Y. Hier wird die Ahri gerade gecatcht. Die muss sofort rausulten. Und man geht jetzt hier weiter auf diesen Nautilus drauf. Der ist sofort tot. Viego auch mit einem Heartbreaker wieder reingegangen. Und jetzt ist die Lissandra wieder da. Und das ist wirklich sehr stark. Die hält hier wirklich alle auf. Viego allerdings schon wieder tot. Und der Heimerdinger, er läuft. Und er kommt da auch noch raus. Und hier stirbt auch die Lissandra. Jetzt wird Schnutel auf der Botlane angegangen. Die CC-Chain ist da und Schnutel kann nur noch einmal queuen, aber das macht gar nichts mehr. Top-Lane-Play von Y. Schnutel mit den World Ender. Dodgt hier den Hook. Da kommt noch die Nautilus-Ult hinterher und die Lissandra schafft es noch, sich selber zu ulten. Und Schnutel will da diesen Kill haben, aber kriegt es timingmäßig leider nicht hin und der Heartbreaker kriegt dann den Kill. Nächster Drake-Fight. Hier wird leider Potro gecatcht, der so dementsprechend jetzt also schon tot. Und Y hat jetzt hier alles in der Hand, diesen Drake zu nehmen. Zaya wird hier angehängt. Stack Flash wird auch von Hook getroffen und die ist jetzt hier rausgecatcht. Heartbreaker von Viego hinterher reicht für den Kill CC von Lissandra. Und damit ist auch der Heimerdinger tot. Und Baumi ist nochmal hingerannt, aber der wird auch einfach in der CC-Chain gefangen genommen und ist down. Schnute kann zumindest noch den Nautilus währenddessen holen. Jetzt geht hier Y wieder auf die Botlane und will diesen Aatrox haben. Und ich tanke genug und ist sofort down. Zaya hier einen kleinen Schlagabtausch mit Nautilus, aber da ist alles safe. Taser hier im Busch trifft das Charme. Nautilus geht da mit einem Haystack Flash rüber und Baumi macht hier sehr guten Damage. Der überlebt bis jetzt noch und der will unbedingt diesen Nah haben, wird aber vorher leider getötet werden. Und jetzt geht da Y weiter. Der Viego mit dem nächsten Heartbreaker trifft die W nicht. Dadurch kommt die Ahri nochmal hier raus. Oh, wieder ein Charme getroffen. Schnutel geht da auch drauf. Schnutel trifft, aber er überlebt das erstmal, dieser Nautilus. Der Storm muss ja von der Zeile gezündet werden. Die ist alleine gegen diesen Viego. Der kriegt den Kill. Schnutel währenddessen auch in der Backline. Und Y nimmt hier einen nach den anderen auseinander. Die Lissandra hält auch noch wieder den Wukong fest. Und dann haut der Nah einmal von oben drauf. Y hört einfach nicht auf, Y ist wieder da, die CC-Chain ist zu stark, man hat den CC, Aatrox tot, Wukong tot, Taser muss jetzt hier auch einfach nur noch davon dashen mit seinen Spirit Dashes und damit wird hier Y sehr wahrscheinlich das Ganze beenden können, außer PBL hat nochmal was, Wukong geht da rein, aber der ist einfach sofort tot, Zaya auch währenddessen, flasht das Ganze noch ein, macht noch gut Damage. Aber der ist kein Follow-up, das war's, Y wird hier Game Nummer 1 gewinnen, die Silver holt sich hier noch einen Quadra-Kill ab. Botlane-Fight. Zaya flasht hier die E ein und damit stirbt ihr dann sogar tatsächlich. Die Ashe.
Varus, Auto-Tech weiter, Hell of Blades wieder da, Baumi, was hat er noch? Ein Level-Up kommt auch rein und damit überleben hier beide Seiten von Y. Schnotel kriegt hier einen Bomber ins Gesicht. Oh, der ist jetzt gut low, Counter-Strike. Flash den ein, Auto-Tech ult und das reicht hier für den Kill, schön gespielt. Wardlane wird jetzt hier der Varus leider einfach geultet, Flash noch, aber macht er nicht richtig, überlebt das Ganze nicht, ist einfach down. Nocturne ult kam auch noch hinterher. Währenddessen eine Midlane, ein kleines 1v1. Und Ashe, die will hierfür gehen. Die geht rein mit der Ulti. Baumi jetzt auch da. Mit dem Cyclone kriegt er auch genug Movement Speed. Währenddessen in der Mitte kriegt hier Taser den Solo-Bolo. Und Baumi leider lange in der CC-Chain und stirbt hier. Und Potro, ja, die arme Ashe, die Support-Ashe, die jetzt dann laufen. Aber die wird hier einfach nicht mehr rauskommen können. Barrier. Aber das reicht nicht. Auch down. Nocturne ultet hier jetzt diesen Varus. Kriegt noch die Ulti vorher drauf. Und damit stirbt jetzt hier dieser Nocturne. Und die Zarya kriegt noch ein fettes Storm rein. Das reicht für den Kill. Tower Aggro geht hier an den Autilus. Und damit kann man hier 1 für 1 nur traden. Ori wird hier angegangen. Ist einfach sofort tot. Ein bisschen zu lange an der Lane geblieben. Wurde hier angedasht. Nautilus wieder mit einem Hook auf diesen Varus. Der wird hier erneut rausgecatcht. Ist einfach sofort down. Potro kann hier allerdings noch davonlaufen. Ash Arrow auf den Nautilus. Da ist jetzt auch Schnutel mit einem Counter-Strike. Das Ganze wird hier geflasht von den Nocturne. Und jetzt kommt die Ahri mit ihren Spirit Dashes rein. Oh, schöne 3-Mann-Ori-Ult. Die kommt dann noch raus, Taya, aber mit einem Featherstorm. Flash hier noch ein. Der Kragas nächsten Buddy-Check. Ahri hat währenddessen noch einen Spirit Dash gekriegt. Und damit gewinnen sie das Ganze hier noch. Hier wurde einfach auf der Botlane jetzt dieser Gragas weggedived. Der hatte da ja mal wirklich gar keine Chance. Der Tower fällt währenddessen und Nocturne wird hier auch sterben. Aber der Rest von Y ist jetzt auch noch da. Das reicht schon mal, um Baum hier abzuholen. Schnutel noch mit Counter-Strike. Allerdings trifft da die Nautilus. Ul geht noch auf die Zarya drauf, aber die macht dann auch zu viel Damage. PL ist an diesen Drake dran. PL kriegt den auch. Schnutel geht da währenddessen sehr deep rein. Zarya schon kein Thunderstorm mehr. Kann die Federn... ja, nicht mehr rechtzeitig einziehen und Schnutel geht das nochmal für den Ward vor und die Ahri geht da einmal mit dem Spirit Dash rüber und Schnutel kommt da gerade noch so davon. Jetzt geht hier wieder dieser Fight los auf den Nocturne. Der hat das Ganze allerdings blocken können, das ist aber egal, der ist da viel zu schnell tot. Jetzt werden die Federn noch eingezogen, die Vision geht dann auch da flöten, deswegen kann man da nicht weitermachen, aber man geht hier weiter hinterher und der arme Varus wurde hier gebombert. Schnutel, oh, schöne Mann, 2-Mann-Ori-Ult auf den Carries. Allerdings kann man nicht weiter follow-upen. Ashe währenddessen auch an der Ahri gestorben und geht hier einfach weiter hinterher und kriegt hier einen Kill nach dem anderen. Potro wird jetzt hier gecatcht. Nocturne-Ult auch noch drauf, der ist sofort down. Der Varus ultet noch, die Ahri wird von Charm getroffen, kann das Ganze glänzen. Die Q leider nicht getroffen. Nautilus ult hinterher und damit wird hier dieser Varus sterben. Ja, durch das Ignite stirbt er dann auch noch. Ahri allerdings gut low und Baumi stirbt da auch noch. Gragas hat hier seinen Body Slam nicht getroffen. Ori Ult trifft. Ori braucht noch eine Combo und Ori kriegt hier den Kill. Schnutel währenddessen am Baron. Wird er auch von Hook wieder getroffen. Da schießt die Ashe Ult noch ein Tor. Schnutel noch eine sehr starke Stopwatch, wie er das gemacht hat. Allerdings wird der Charm direkt treffen, da die Ahri hintippied ist. Und das reicht dann für den Kill. Porto läuft jetzt auch nochmal hin, um diesen Baron zu checken. Und der wird einfach sofort getötet. Gar keine Chance. Und jetzt geht's hier wieder weiter auf diesen Wukong erstmal. Der schafft es noch mit der W raus. Varus Ult auf die Ahri getroffen. Die konnte aber noch davon dashen. Und Schnutel jetzt immer noch alleine vorne. Der ist zumindest stark. Die Ashe Ult jetzt auch getroffen. Ori Ult. Oh, die ist wieder sehr stark. Das ist maybe ein Winning Fight. Varus allerdings leider schon down. Ashe meine ich natürlich. Ashe leider schon down. Varus flasht er jetzt auf diesen Nautilus hinterher. Reicht auch für den Kill. Und PEL gewinnt mal einen Fight. Schnutel, Flash da auf diesen Gragas drauf, der Flash noch davon, geht noch in die Stopwatch rein, kann er jetzt hier noch mit dem Bodystamp vielleicht die Zeit raus, so in nächster Slow sitzt, aber Schnutel hat dann einfach zu viel Schaden mit seinem Sprung. Und jetzt wird man hier wieder in der Mitte potenziell gecatcht, Baumi von Charm getroffen, Baumi aber auch sofort down. Varus trifft noch die Ult, währenddessen geht's auf der Toplane auch wieder rund. Schnutel möchte hier einfach diesen Gragas komplett mobben. Nautilus hat noch einen Flash-Hook, trifft hier auch den Varus, der ist sofort down. Und da hat auch noch die Ulti, die Ashe getroffen. Die noch mit einer W, um ein bisschen zu slowen. Die Zahl muss in Featherstorm gehen, da sie den Tower getankt hat. Jetzt tankt auch der Nautilus, aber der hat auch noch ein Schild. Gragas auf der Top-Lane wird hier potenziell rausgecatcht, wird auch noch von der Varus-Ult getroffen. Aber der Gragas, der macht tatsächlich sehr guten Damage. Das stirbt sogar. Oh, wenn er da nicht in die Stopwatch geht, sondern Q drückt, dann kriegt er hier sogar noch den Varus.
Aber so stirbt einfach nur der Gragas. Ash wird jetzt hier gecatcht. Alles drauf. Die ist sofort down. Varus trifft die Ulti. Kann man follow-upen. Ah, da kommt ein Stundenglas von der Ahri raus. Die ist in der CC-Chain, aber das ist egal. Der Schaden reicht dann auch nicht. Uri-Ult wird hier auch von der Zarya direkt gefetterstoppt. Ein Schnutel ist hier wirklich drin. Der versucht alles. Aber das reicht dann leider auch nicht. Nächster Bomber kommt hier rein. Haut Helsa nochmal an die Wand. Und damit wird Gragas wahrscheinlich in Time noch rankommen. Flasht hier auch sein Bodyslam ein. Aber die Uri lebt immer noch. Der Gragas macht da nicht genug Damage. Da ist auch noch ein Tower. Und damit stirbt er hier. Uri wird hier von Hook getroffen. Varus wird hier von Nocturne angegangen. Da ist die Ashe schon down, die Ori schon down. Baumi in der Backline währenddessen. Der aber auch alleine keine Chance. Schnutel versucht hier noch irgendwie sein Varus zu pieren, aber das ist egal. Und jetzt ist Schnutel alleine gegen alle. Und der geht noch in das Stundenglas rein. Federn werden reingezogen, aber der kann da auch nichts machen. Und das bedeutet, dass Y hier auch Spiel Nummer 2 gewinnen wird.